Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von der Formel 1 23 Karriere. Und wir machen heute weiter beim großen Preis von Italien in Imola. Das Rennen, was ja in Real Life wegen extrem krassen Regenbedingungen abgesagt worden ist. Wir haben im letzten Part einige gute Punkte geholt in Miami. Und zwar bin ich Sechster geworden, 8 Punkte insgesamt. Das eigentlich aus einer sehr, sehr aussichtslosen Position in Qualifying von Platz 18, glaube ich, gestartet. Ich hatte einfach unterschätzt, dass die KI sich noch deutlich verbessert in der ersten Session. Dann sind wir einfach rausgeflogen in Q1 schon. Naja, aber wir hatten uns gut nach vorne gekämpft im ersten Stint. Im zweiten Stint waren wir auch schon, glaube ich, 12. hinter Oscar Piastri. Danach gab es einen Unfall, beziehungsweise einen Dreher von Sainz. Deshalb kam die rote Flagge einfach mal raus. War ein bisschen übertrieben vom Spiel, aber umso besser für uns. Wir waren gefühlt der Einzige, der noch auf frische Soft gewechselt ist, neben Carlos Sainz. Und dann sind wir am Ende noch an Alonso vorbei. War ein super Rennen. Carlos Sainz hatte 5 Sekunden Strafe. Das eben dazu. Also echt starkes Ergebnis. Sehr, sehr überraschend. Deshalb 8 Punkte mitgenommen. Ansonsten muss ich, glaube ich, heute in der Folge wahrscheinlich das Getriebe austauschen. Ich werde es zwar noch, glaube ich, drin lassen, falls es irgendwie im Qualifying schon Probleme macht, werde ich das schon, glaube ich, austauschen. Bei der Entwicklung immer noch ungefähr ein bisschen schlechter als Aston Martin, aber schon relativ gut dabei. Wir haben aktuell ein paar Punkte, 735 noch. Einige Updates, die noch gemacht werden. Genau hier das ERS wurde fertig. Das Benzin ist auch wieder verbessert worden, also Treibstoffeffizienz. Wir haben mittlerweile auch schon den besten Motor einfach. Okay, das ist krass, wie schnell das einfach ging. Vom mittelmäßigen Motor einfach schon der beste hier mit Alpine. Und damit legen wir los mit dem großen Preis von Italien. Ich stelle, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen hoch auf 87. Wenn ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt, lasst gerne wieder ein Like und Abo da. Jetzt legen wir los mit dem ersten Programm, und zwar das Reifenmanagement. Mal schauen, wie das so wird, weil zeitmäßig sollte das schon gut machbar sein, weil wir hier ein bisschen tricksen können mit dem Überholmodus. Aber mal schauen, weil die Strecke liegt mir eigentlich nicht ganz so gut hier in Italien. In Imola war das ja früher. Aber jetzt mittlerweile ja der große Preis der Emilia-Romagna sozusagen. In Real Life aus meiner Sicht am letzten Wochenende auch der große Preis in Österreich gewesen. Max Verstappen wieder mal ganz dominant gewonnen. Aber das Sprintrennen war echt interessant im Regen, war sehr, sehr cool. Auch ein geiles Duell zwischen den Red Bull am Anfang in der ersten Runde. War echt krass, wie die da miteinander umgegangen sind. Perez hat Verstappen sehr wenig Platz gelassen. Verstappen hat Perez wenig Platz gelassen, im Gegenzug auch. Also das war schon sehr, sehr cool. Jetzt sowieso ja echt geil, die ganzen Formel 1 Rennwochenenden hintereinander. Und zwar die nächsten 3 Wochenenden kommen ja auch noch die ganzen Rennen. Silverstone kommt und sonst auch die ganzen Rennen. Ich weiß gar nicht genau, was danach noch alles kommt. Wahrscheinlich Ungarn und Belgien oder so. War ja auch immer in diesem Bereich im Sommer. Immerhin haben wir es im grünen Bereich abgeschlossen. Das passt schon. Und jetzt mache ich weiter mit der Rennstrategie. Ich glaube, die Rennstrategie mache ich in der Simulation. Dann probiere ich mal einen Versuch in Qualifying-Tempo. Ja, das Qualifying-Tempo kann man, glaube ich, auch wieder mal vergessen. Ich denke mal, ich gehe auch bei der Schwierigkeit wieder um 2 Punkte runter für das Qualifying. Beim Rest des Trainings habe ich leider nicht alles geschafft, aber schon sehr, sehr viel. Leider da die Punkte nicht mitgenommen, aber egal, das passt ansonsten. Jetzt sind wir im Qualifying unterwegs in der ersten Session und ihr könnt gerne mal reinschreiben, wer von euch auch Formel 1 spielt und zwar wie weit ihr mittlerweile schon seid bei der Karriere. Es sind bestimmt schon einige da draußen mittlerweile in der nächsten Saison. Erste Runde zu Ende war jetzt nicht perfekt, wie ich es eigentlich jedes Mal sage im Qualifying. Mal schauen, wir schaffen die 1:16:09. Wir sind hinter Hamilton, aber vor dem Teamkollegen. Ich habe die KI auf 85 runtergestellt und es scheint irgendwie jetzt doch zu einfach zu sein in Qualifying sogar. Wir sind 2 Zehntel vor Ocon, das nach dem ersten Versuch. Schon krass, dass ich plötzlich so weit vorne mitfahre. In Miami waren wir viel, viel schlechter. Los geht es mit der zweiten Session. Okay, jetzt Magnussen hinter uns. Der ist ein bisschen blöd jetzt im Windschatten. Aber okay. Boah, die Sonne steht doch richtig kritisch gerade hier bei der Strecke. Bei dem ersten Sektor. Ach komm, wir drehen uns ins Kiesbett. Und da ist der erste Versuch vom Qualifying schon mal vorbei hier in Q2. Die Zeit war jetzt leider viel, viel schlechter hier in der zweiten Session. Nur die 1:17:07. Also ich glaube echt eine ganze Sekunde schlechter als in der ersten Session. Ach man, ich wollte gerade die Runde starten und genau jetzt ist mitten jeder hier am Start, Alter. So lächerlich, diese KI. Ja komm, da kann man die Runde gefühlt auch schon wieder vergessen. Wir sind aktuell 12. Die KI fährt halt komplett im Weg, so lächerlich. Ja, komm, da muss ich die Runde auch wieder abbrechen. Und dann kann ich wieder nicht mit den frischesten Reifen fahren. Die erste Runde bin ich mit den Reifen gefahren, mit denen ich im Kies war, beim anderen Versuch. Und mit den Reifen muss ich jetzt auch noch eine Outlap mehr quasi machen. Das heißt, sie sind dann auch nicht mehr im perfekten Zustand. Ach komm, das ist doch lächerlich. Als ob wir deswegen nicht weiterkommen. So, jetzt geht es los. Hoffentlich mal mit dem richtigen Versuch. Boah, ein bisschen draußen. Da haben wir uns so ein bisschen jetzt den Vorteil endlich mal verschafft. Und zwar 3 Zehntel.
Nochmal weitere gute 3 Zehntel. Das sollte auf jeden Fall reichen, oder? Ich weiß es nicht. 6 Zehntel rausgeholt. Und wir sind 10. Jawohl. Ey, das war gerade so. Aber man merkt im ersten Sektor alleine, dort fehlen locker auch nochmal 3 Zehntel. In dieser ersten Schikane. 20.000stel vor Tsunoda und damit weiter. Ocon ist 7. Also KI-Schwierigkeitsgrad ist doch wieder ein bisschen besser. Aber das liegt halt daran, dass wir hier voll schlecht jetzt waren in Q2 im Vergleich zur ersten Session. Jetzt geht es los mit der dritten Session. Erster Versuch, hoffentlich ohne Ausrutscher ins Kies. Ah, nee, das war gar nicht gut hier. Ja, okay. Die Runde kann man, glaube ich, auch schon mal vergessen. Aber ich werde den Versuch, glaube ich, trotzdem zu Ende bringen, damit ich irgendeine Zeit habe. Ein 17.7 nach dem ersten Versuch. Da fehlt aber wieder eine Sekunde auf die Bestzeit aus der ersten Session ungefähr. Boah, dort, wo ich im Kies war, kann ich alleine 4/5 Zehntel rausholen. Also da merkt man schon, wo ich Zeit liegen gelassen habe. 6 Zehntel rausgeholt ist schon mal ganz okay. Gute Steigerung, damit sind wir 8. vor Alonso. Jetzt nochmal der entscheidende Versuch. Mal schauen, ob ich mich noch verbessern kann. Ja, erster Sektor war in Ordnung. Boah, alleine hier 3 Zehntel rausgeholt, Alter. Also da merkt man eigentlich, da geht noch so viel. Hier ein bisschen weit draußen. Boah, das war gut, die letzten beiden Kurven. Insgesamt fast 4 Zehntel rausgeholt. Das ist ungefähr so wie in der ersten Session. Und damit sind wir 6. sogar Purple im dritten Sektor. Alter, aber trotzdem insgesamt hinter den Teamkollegen. Ich bin immer sehr zufrieden, dass ich immerhin so eine Runde wie in Q1 nochmal hinbekommen habe. Am Ende sind wir 7. Ocon auf Platz 6. Ganz knapp gewesen, aber ich bin echt zufrieden. Wir sind quasi best of the rest. Wir haben einige Ressourcenpunkte. Ich würde auch mal sagen, dass man die schon noch ausgeben kann. Habe ich denn irgendwas aktuell günstiger bekommen? Ah ja, hier Schleifblock 6%. Motor Leistung könnte man auch halt wieder mal machen. Ich glaube, ich mache das sogar einfach. Ladeluftkühler wäre für Spanien fertig und der Schleifblock wäre auch für Kanada immerhin fertig. Das Getriebe hält nur noch 37 Runden. Boah, das wird echt krass. Also das Rennen wird, glaube ich, ein bisschen kritisch. Zur Heimstrecke der Scuderia Ferrari, wo wir sicherlich viele Fans in Rot sehen werden. Sie alle sind hier, um eine sensationelle Veranstaltung zu erleben. Den großen Preis der Emilia-Romagna. 4,9 Kilometer mit 19 Kurven gilt es in Imola zu bewältigen. Es gibt 9 Rechtskurven und 10 Linkskurven. Anders als bei den meisten anderen Formel-1-Strecken wird hier entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren. Die meisten Überholmanöver wird es wohl nach Kurve 18 geben, denn danach geht es auf die Lenkung. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben ein bisschen Bewölkung. Wir schauen mal. Reifen. Ja, okay, ich habe leider halt keine Soft mehr, weil ich alle im Qualifying verschwendet habe. Naja, egal. Dann starten wir halt mit den Mediums. Danach geht es wahrscheinlich auf die harten Reifen, weil Soft würden wir nicht durchstehen. Das wäre nicht gut. Naja, egal. Dann auf jeden Fall Mediums dürfte passen. So ungefähr Runde 10, 11. Dann auf die harten Reifen. Und damit geht's los. Auch sehr viele auf Mediums. Ist eigentlich jeder. Wir kommen wieder mal echt gut weg. Also irgendwie sind die Starts bei dem Formel 1 Spiel mega einfach. Oh, Carlos Sainz. Ja, genau, dränge ich halt schön ins Gras ab. Naja, egal. Damit bleiben wir halt auf Platz 6 erstmal. Hoffentlich kommt nicht noch jemand hier links. Da ist Lando Norris, müsste das sein. Oh, bisschen hier über die Curbs. Okay, der Start war eigentlich echt gut, aber leider konnten wir aus diesem guten Momentum nicht viel machen, weil Sainz halt quasi im Weg war. Wäre ich doch lieber mal außen vielleicht lang gefahren. Das wäre natürlich auch, glaube ich, ganz schlau gewesen. Naja, egal. Immerhin ein Platz gegen Ocon. Ja, mal schauen, wie sich das Rennen so entwickelt, weil aktuell sieht es so aus, als würde sich eine Gruppe zwischen Ocon, Norris und mir bilden. Ja, alles geht zugrunde. Das ganze Auto gefühlt kaputt. Echt blöd, dass ich leider nichts ausgetauscht habe, obwohl ich das schon hätte machen können. Ohne Strafe. Zumindest die MGUH und sowas. Weil man kann ja sowieso dann die alten Teile einfach fürs Training verwenden. Hätte jetzt echt keinen Unterschied gemacht. Nur dass wir hier im Rennen jetzt leider echt ein bisschen schlechteres Auto haben. So schlecht ist die Pace gar nicht aktuell. Sainz ist pro Runde gerade mal eine halbe Sekunde oder so besser. Boah, ist Ocon schnell. Okay, zieh halt vorbei, Kollege.
Mit Windschatten ist Ocon vorbei. Und damit sind wir wieder auf unserem Startplatz, und zwar siebter. Naja, mal schauen, ob ich gut mithalten kann, aber Ocon scheint auch sehr schnell zu sein. Mein Ziel war jetzt auch nicht wieder so einen sechsten Platz mitzunehmen wie die Miami, weil das wäre, glaube ich, schon zu krass wieder mal heute. Unser Auto ist ja eigentlich gar nicht so gut, nur das fünftbeste. Ah, stimmt, Kraftstoffeffizienz wurde verbessert und deshalb kann ich, glaube ich, ab dem nächsten Rennen immer genauso viel Benzin mitnehmen, wie die Renndistanz quasi ist. Weil jetzt habe ich ein bisschen zu viel Benzin heute auf jeden Fall mit dabei. Oh nein, ich habe gar kein DRS von Ocon. Ja, Norris wird sowieso vorbeiziehen. Das ist klar, jetzt kommt auch schon der Turbolader, der ein paar Probleme macht, glaube ich. Ist schon komisch, wie sich die Pace innerhalb von 2-3 Runden ändert. Am Anfang dachte ich, ich kann sogar fast mit Sainz mithalten, aber jetzt mittlerweile sind wir so weit hinten, selbst Norris und Ocon sind deutlich besser. Denn der Norris, der ja in Real Life richtig stark in Spielberg gewesen ist, und zwar Vierter letzten Endes, echt krass. McLaren mit einigen Updates. Russell ist irgendwie gar nicht so schnell. Immer noch 1,7 Sekunden hinter uns. Ach komm, jetzt ist es soweit. Wir haben einen der Gänge verloren. Obwohl die Pace echt nicht schlecht ist. Alonso ist hinter uns. Jetzt hat er halt DRS. Aber vor uns Norris und Ocon sind immer noch genauso 2 Sekunden weit weg wie vor noch 1-2 Runden. Okay, Ocon ist wieder an Norris vorbei. Also die tauschen halt die ganzen Plätze. Ach komm, Alonso ist so nah dran. Plötzlich bitte nicht hier vorbei. Ach komm. Wen will der verarschen? Der will extra, dass wir noch mehr Zeit verlieren. Jetzt muss ich so ein bisschen anpassen, in welchem Gang ich fahre, weil der Vierte fehlt ja, wie gesagt, und die können es anscheinend nicht reparieren, meinte der Ingenieur. Ja, Alonso kann gerne mal vorbei. Der ist sowieso schneller. Und damit sind wir nur noch auf Platz 9, leider. Echt schade. Also, wir hatten echt eine gute Startphase und jetzt mittlerweile doch wieder sehr, sehr schwach unterwegs von der Pace. Okay, vierter Gang geht plötzlich doch wieder, sehr schön. Immerhin hat sich das Problem jetzt wieder erledigt. Ich hoffe, ich bekomme noch einmal DRS von Alonso wenigstens. Wäre ganz nice, wenn ich da noch ein bisschen schneller fahren kann auf der Gerade. Aber ich glaube mal, das wird nicht das letzte Problem von Getriebe gerade gewesen sein. Da wird noch einiges auf uns zukommen hier bei dem Rennen. Ich hoffe mal, dass wir auch nicht ausscheiden, weil das Getriebe ist bei 91%. Und das ist echt sehr, sehr kritisch. Ich glaube, jetzt ist das Boxenstopp-Fenster auch offen. Ich werde mal den Stop anfragen. Runde 10 dürfte eigentlich genau passen vom Timing. Weil Runde 11 ist halt die Hälfte. Und ich habe keine Lust, die Hälfte mit den Mediums zu fahren, wenn ich die andere Hälfte mit den härteren Reifen fahren kann. Aber so schlecht ist die Pace echt nicht von uns. Wir sind ungefähr gleich schnell. Wenn überhaupt 1-2 Zehntel nur langsamer als Alonso vor uns. Der mit dem besseren Auto und mit den harten Reifen wohlgemerkt. Also dafür, dass wir mit dem Alpine hier fahren, bin ich echt zufrieden von der Pace her. Und ich glaube, wir bekommen sogar nochmal DRS. Das heißt, ich bleibe nochmal eine Runde hinter Alonso, weil ich würde das, glaube ich, lieber machen. Also fahre dann geplant in Runde 11 einfach rein. Boah, die Reifen aber schon krass abgenutzt. Vorne 41%. Ist halt irgendwie komisch, dass man hier im Spiel immer die Hälfte mit den Mediums fährt. Aber okay, solange wir gut mithalten können, passt das schon. Und wir haben sogar vorne Ocon ein bisschen eingeholt und Norris. Sehr schön. Also die Pace ist echt stark aktuell. Bisschen schade, dass ich jetzt in die Boxengasse fahren muss, weil ich kann immer noch super mit Alonso mithalten. Und so haben wir jetzt nicht mal DRS, was ich auch gerne nochmal gehabt hätte. So, optimaler Zeitpunkt. Komm bitte vor den Gegnern. Komm. Ja, okay, das war in Ordnung. Hab ein bisschen zu spät, glaube ich, mit der Kupplung irgendwas verkackt. Okay, wir sind aber vor Alonso. Alles klar. Das ist stark. Also vor Fernando Alonso. Klar, der hat sowieso die besseren Reifen. Und jetzt geht's weiter. Bisschen Vollgas. Norris will ich schon gerne einholen. Am besten mit Alonso zusammen. Okay, nochmal ein bisschen DRS. 5 Meter gefühlt. Norris 2,3 Sekunden vor uns. Okay. Oh, Russell ist schnell. Ich glaube, was ganz gut wird, und zwar Ocon wird wahrscheinlich genau zwischen Norris und mir rauskommen. Und das heißt, sie werden wahrscheinlich DRS dann bekommen und wahrscheinlich eine große Gruppe bilden. Zwischen Norris, Ocon, mir, Alonso. Hinter uns auch noch dann Russell. Die Gruppe, bei der es dann eben um Platz 7 oder was, glaube ich, geht. Oh, Alonso kommt aber wieder vorbei, weil ich leider ein bisschen im Kiesbett war. Okay, Fernando kann gerne vorbeiziehen. Da vorne ist Ocon, genauso wie ich es gedacht hätte. Aber leider hat Ocon kein DRS von Norris. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil der kann sich, glaube ich, schön absetzen. Wir haben wenigstens auch DRS bekommen. Alonso kommt nicht vorbei an Ocon. Oh, Ocon verbremst sich, glaube ich. Das war echt nicht gut vom Teamkollegen. Ich habe das Gefühl, dass ich viel zu viel Abtrieb jedes Mal bei dem Setup habe, weil hier in den kurvigen Sektoren bin ich so schnell. Habe Alonso komplett eingeholt gerade. Und da vorne ist, glaube ich, Hamilton ausgeschieden. Ja, wir sehen es hier, gelbe Flagge. Und Alonso überholt Ocon vor uns. Da ist aber gelb. Eigentlich ist das gar nicht mehr erlaubt gewesen, aber Alonso ist vorbei. Hamilton hat sein Auto, glaube ich, ganz normal abgestellt. Anscheinend Motorschaden. Komm schon, Ocon, wir müssen da dranbleiben an Alonso. Dann können wir vielleicht auch noch Norris attackieren später. Da vorne kommt wieder mal Ocon vorbei an Alonso. Oh Mann.
Das ist ein bisschen unnötig, weil eigentlich ist es besser, wenn Alonso erstmal die Lücke zu Norris schließen kann. Ich glaube, jetzt habe ich leider das DRS verloren von vorne. Ocon und Alonso sind doch ein bisschen zu schnell. Die Pace doch wieder ein bisschen besser geworden. Mittlerweile 3 Sekunden vor George Russell. Norris da vorne freut sich, glaube ich, schon ein bisschen, dass Ocon und Alonso die ganze Zeit sich gegenseitig überholen und deshalb nicht wirklich vorankommen. Jetzt geht's in die letzte Runde. War eher ein ereignisloses Rennen die ganze Zeit. Vor allem der zweite Stint, nachdem Alonso vorbei war. Wir konnten zwar noch ein bisschen dranbleiben, aber jetzt mittlerweile doch der Rückstand über 3 Sekunden angewachsen. Piastri mittlerweile sogar vor George Russell. Auch sehr, sehr krass, dass Russell nur so schlecht auf Platz 10 fährt. Allgemein Mercedes. Hamilton ist ja ausgeschieden und Russell gerade mal deswegen Punkte. Okay, Bottas kommt auch schon vorbei an Russell. Also da gibt es anscheinend mehr Probleme bei Mercedes als nur ein Hamilton-Ausfall. Aber egal, damit holen wir wieder gute Punkte für das Team. Ocon sogar vor Alonso geblieben auf Platz 6. Und vor allem ist Ocon nochmal richtig nah ran an Norris gekommen. Also ich glaube, eine Runde mehr und der hätte auch noch Platz 5 geschafft, der Teamkollege. Und damit kommen wir auf Platz 8 ins Ziel. Ganz solides Wochenende. Wieder mal 4 Punkte. Nimmt man auf jeden Fall mit. Bin ich schon zufrieden. Klar, die Pace hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen im zweiten Stint, aber war trotzdem relativ nahe dran auch an Alonso. Also hier das Ergebnis. Verstappen auf Platz 1, dann Leclerc, Perez, Sainz, Norris, wir. Dann Ocon 6. Alonso, wir auf Platz 8. Piastri 9. Bottas 10. Ja, Rivalenduell gegen Norris sieht ganz okay aus. 3 Punkte, er 4 Punkte. Ein Update war, glaube ich, fertig. Sehr schön. Dann schauen wir mal kurz rein. Ah, Merchandise. Neue Artikel rausbringen. Ja komm, wir bringen einfach mal ein schönes T-Shirt raus. Dürfte passen. Wir haben noch knappe 900 Punkte. Ich glaube, da kann man nichts mehr Neues entwickeln. Wir schauen mal. Ja, das kostet alles zu viel. Das kostet auch alles ein bisschen mehr. Naja, egal. Dann werde ich aber jetzt safe mal das Getriebe austauschen. Darf man auch jetzt machen. 6 Rennen sind ja quasi vorbei. Ansonsten fürs Training lasse ich aber noch die alten Sachen drin. Und damit passt das. Lasst gerne Like und Abo da, wenn ihr neu seid. Keine Videos verpassen wollt. Nächste Folge Monaco. Ich freue mich schon auf die Strecke. Bin ich mal gespannt, wie die sich so fährt mit den aktuellen Fahrzeugen, mit dem neuen Fahrzeug Handling. Und wir sehen, wir sind auch mittlerweile auf Aston Martin Niveau. Sehr schön. Nicht mehr weit weg von Mercedes und Ferrari. Also eventuell ein Podium mit Glück, so wie Ocon in Real Life in Monaco. Das wäre schon krass. Damit war's das. Habt doch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Und ciao.